Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Der Alte 8i Volume 1 Bundle von 8.4. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Alte 8i Volume 1 bzw. Volume 1 von 8.4. Das Ganze in Bundleform über Distributions erschienen, nicht über Amazon. Dort gab es meines Wissens nur die CD. Das Ganze besteht aus drei Teilen. Wir haben zum einen das Tape, also das Album auf Kassette, das Album an sich und dann hier noch Papes und Tipps. Gut, das Album als einziges in Plastik verschweißt. Wir werden das Ganze mal öffnen und uns dann im Detail ansehen. Ist die Frage, nachdem das hier hier wahrscheinlich am besten. Ich habe schon etwas gesehen, was mich ehrlich gesagt nicht so freut. Und zwar ist das Album leider an zwei Stellen hier gebrochen, also das Cover. Ja, muss ich eventuell austauschen, also eventuell in eine andere Hülle das Ganze umziehen. Schauen wir mal. Also, nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt mal an. Auf dem Cover haben wir 8.4, das Ganze in so einem Comic-Stil oder Zeichentrick-Stil, mit seiner goldenen Schnecke in der Hand, die er seit neuestem trägt. Der Alte 8i Volume 1 lesen wir hier. In einem, ja, sieht nach Football aus, in einem Football-Trikot. Sehr schön gemacht. Also gefällt mir gut das Cover, auch dieses Muster so und dass das generell in Blau gehalten wurde. Schön. Hier auf der Seite lesen wir 8.4, der Alte 8i, Volume 1, Volume 1. Und dann haben wir hier die Tracklist. 13 Stück an der Zahl. Alle Songs produziert von ZMY, der Beat. Muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht den Produzenten. Weiß jetzt auch nicht, wie man ihn genau ausspricht. Wir haben Features von MC Bomber, Dr. Best, Said und Buddha. Von diesen 13 Tracks sind meine Favoriten einmal das Intro, GMT Master, dann Track Nummer 12, Phase und Track Nummer 13, Outro. Phase, das ist ja der zweite Künstlername bzw. der Sprühername von 8.4. Und dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, wir kommen zum Innenleben. Wir haben hier einmal ein Booklet, das fühlt sich schon sehr dünn an, jawohl. Besteht aus zwei Seiten, 8.4, der Alte 8i Volume 1, also mehr oder weniger so ein Mini-Poster, www.steuerfreimoney.de und hier nochmal die Schnecke am Qualmen, 8.4, der Alte 8i Volume 1. Also ich glaube, das Album oder beziehungsweise das Mixtape ist ja auch deswegen vor allem entstanden, weil sich immer viele Leute darüber aufgeregt haben, von wegen 8.4 ist irgendwie sich zu stark verändert und mach doch mal den alten 8i und mach mal wie früher. Ich glaube, das ist auch einfach eine Reaktion darauf gewesen. Das Logo von 8.4, die zwei Fäuste, der Alte 8i Volume 1 und hier in schwarz-weiß bzw. grau abgebildet. Die CD. Und hier hinten lesen wir noch Steuerfrei Money, also das Label, welches der 8.4 gegründet hat, bei dem wir unter anderem Taimo unter Vertrag stehen. Dann haben wir das Ganze auf Tape, auf Kassette. Hier lesen wir auch nochmal Steuerfrei Money präsentiert. Der Alte 8i Volume 1. Hier nochmal. Und wir haben hier die Tracklist. Also auch hier, exakt wie auf der CD, 13 Tracks an der Zahl. Credits. Und dann haben wir die Kassette in schwarz gehalten. So sieht das aus, also der Einleger. Auch wieder in dieser Blauoptik das Ganze, der Himmel. Und dann lesen wir hier 8.4, wenn es nochmal scharf stellt, 8.4, der Alte 8i Volume 1, Seite 2, beziehungsweise Seite B und hier Seite A. Gefällt mir gut, auch dass die Kassette jetzt nicht so Standard, ouch, sollte nicht passieren, dass die CD nicht, die Kassette nicht so standardmäßig grau oder durchsichtig ist, sondern schwarz. Das ist besonders. Und dann haben wir noch als dritten Bestandteil des Bundles
diese Schnecke, diese Papes 8-4, steuerfrei Money, das Ganze hier dann an dieser Lasche zu öffnen. Okay, hier haben wir noch einen Einleger, 8-4. Ziggy Uhres 3-1 Ultimate Rolling Solution Papers Tips Rolling Tray. Alles klar. Ja, das sieht man auf jeden Fall auf den ersten Blick. Das sind etwas hochwertigere, eine hochwertigere Papes Ausführung. Denn wir haben hier wirklich, also die Papers hier zum Rausziehen ist klar, aber hier dann eigene Blöcke mit den Tips und dann hier unten sogar extra noch eine, ja, eine Gebrauchsanleitung, wie das Ganze funktioniert. Ich muss ehrlich sagen, ich fange damit nicht so viel an, da ich generell kein Gras konsumiere oder allerlei Substanzen rauche. Aber die Leute, die das tun, wissen auf jeden Fall, mit solchem Inhalt etwas anzufangen. Ja, das war's auch schon mit dem Bundle von 8-4. Der alte 8-die Volume 1. Wir haben hier einmal das Album, dann die Kassette und die Papes bzw. Tips in dieser kleinen Hülle. Das Ganze in dem Bundle von 8-4, der alte 8-die Volume 1. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 8-4 unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.